Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW, Folge 124. Mit etwas Verspätung, aber wir sind wieder da. Leider hat es in den letzten Tagen nicht geklappt, etwas aufzunehmen, da etwas viel Stress im Argen lag. Oh gut, wir machen das Beste draus. Und kehren mal wieder in die Wälder von Terrorka. Müssen wir noch ein bisschen was tun. Schon mal gucken. Pfeiltechnik sieht okay aus mit 1200. Ja, Platztechnik auch. Wunderbar. Leveltechnik 80%. Ja, schaffen wir bald 64. Und mit den 4, upsala, 64 müssten wir, jawohl, können wir auch nach Nagrand. Und ich habe eine neue Atlas-Version gefunden, die ein bisschen netter aussieht. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Muss gerade selber überlegen. Sind fürs Tier haben wir auch. Ich glaube, das war mit den Arakoa, ne? Ich richtig meine. Gucken wir uns das mal an. Okay, Pullen geht schon mal gut. Ja, alles Pullen geht auch gut. Kein Problem für uns. An den Alltag kann ich mich gar nicht erinnern. Naja, egal. Passt schon. Aber richtig sind wir hier, ne? Ja, wir müssen da oben hoch. Das mit dem Spotten klappt nämlich auch immer besser. Wunderbar. Mana-Verbrauch haben wir wie wild. Muss das sein. Jawohl. So, und ja, das ist ganz toll, Arakua-Federn. Das ist einmal mega viel wert. Und sehr lustig. Und man braucht die für den Ruf und teilweise für Lederrezepte, ich glaube, ich gesagt, für Kochrezepte, da braucht man die auch sogar. Eigentlich ist total wichtig, die Kacke. Ist er denn auch da hoch? Ich meine, für dieses komische Auge oder nicht? Ist er nur, ah, okay, da müssen wir wahrscheinlich irgendwann nochmal dahin. Das kann sein. Wie gesagt, das ist Arakoa-Federn und ich glaube 30 braucht man, um Ruf zu steigen bei Ultrum Viertel. Nachher muss in die Farm wie blöde. Das ist echt. Aber gut, ich denke mal, jeder, der WoW gespielt hat oder WoTLK und Ruf farmen wollte, kennt das.
Geh mal hier hoch. Ich meine, da oben ist einmal der komische Typ, den wir killen müssen. Den. Okay. Da wir ein bisschen Glück haben mit dem Bug. Naja, gut. Oder auch nicht. Mal gleich gucken, 3,15. Handschuh. Ne, die wollten wir nicht. Die haben wir an. Haben wir auch nicht. Die haben wir auch an. Nachher nochmal beim Lehrer gucken. Ist etwas länger her, leider. Ich gespielt habe. Weil, wie gesagt, zeittechnisch habe ich es nicht geschafft. Und einmal wollte ich an einem Mittwoch oder Donnerstag spielen. Letzte Woche, meine ich, war es. Aber der funktionierte leider, beziehungsweise der Server offline. Habe ich dann auch nie so viel geschafft. Ich kann schon nicht mal mein Tier wiederbeleben. Weil ich keinen Mana habe. Aber trinken habe ich bei. So, also schnell essen. Schnell trinken. Wird hier überleben können. Mega viel Mana. Was im Vergleich sieht. Trinken. Er kann was essen. Ich mache also Beweglichkeit-Ding rein. Schöne Sache. Gucken, ob ich irgendwo. Den anderen. Dann müssen wir gar nicht da hoch. Den? Nee. Nicht gekillt. Ich meine, der ist mit da drauf. Oh, ich habe Schnellfeuer gedrückt. Das war zwar nicht in meinem Sinn, aber geht auch, geht auch. Man macht immer komische Sachen. Doch, ich kann hier um die Ecke gucken. Egal wie ich versuche.
Rede ist denn nicht? Seltsam, seltsam. Hier aufmounten? Jawohl. Hui. Da ist der Alter. Oder steht er vielleicht in einem Häuschen? Bla bla bla. Haben wir den denn schon getötet? Nee, oder? Alles sehr seltsam. Ich kann nicht erklären, wo der ist. Es ist wirklich sehr komisch. Schwinge ich mal auf meinen Mount. War der vielleicht in der komischen Höhle? Das gut ist ein Haus, ja. Das haben wir da hingestellt. Da ist auch keiner drin. Sagt alles sehr seltsam. Ist der auch nicht? Ja, ja, das ist schon. Mysterium. Man weiß es nicht. Ja gut, aber den einen haben wir immer noch nicht getötet. Dazu muss ich sagen, ich habe ihn auch nicht gesehen. Der Eierkopf. Hat man nicht irgendwie Fernsicht oder so? Fähigkeiten. Adlauge. Nicht. Ich meine, wir mussten da irgendwo reingehen oder so. Sehr, sehr seltsam. Ein bisschen Mana sparen hier. Die fallen ja recht gut um. Wie gesagt, das mit dem Spott, das geht auch immer besser. Ansonsten ist er zwar widerspenstig, aber gut. Netter Stoff kann man immer gebrauchen. Okay, noch 65 von denen und wir haben Level Up. Ob wir die wirklich brauchen, glaube ich nicht.
Weil wir haben ja irgendwann die Quest zum Abgeben. Hier ein bisschen rumballern. Das Tolle ist, wenn die schon mal ein bisschen verbuggt sind, dass man dann darauf rumballern kann und die nicht zu einem laufen. Ich hätte nichts sagen sollen. Ich hätte nichts sagen sollen. Den wir haben wollen. Immerhin keine Elite oder so. Wobei ich nicht, obwohl ich glaube, der war nie Elite. Und was ich so feststellen musste, in Legion gibt es auch viele Elite, wo die kann man recht auch gut alleine umhauen. So. Ich dachte mir, jetzt wird es schwer. Aber die eine Quest dachte, ist noch nicht fertig. Oder wir haben den einen gekillt. Rieke Versteck. Mit den einen eben auch gekillt. Das heißt, wir müssen den da töten. Da ist noch so ein kleines Versteck von denen. Okay. Alles gut. Alles richtig gemacht. Dann hatte ich mir so ein Programm raufgeholt. Da ist der Eisenkäfer, der ist auch Elite. Ah ja. Ich wunderte mich gerade, warum wir im Kampf sind. Der hat alle meine Addons aktualisiert. Das heißt, hier funktioniert nichts mehr. Also musste ich hier wieder die alten Addons rausschmeißen. Aber zum Glück. Och, die müssen wir sogar töten. Hatte ich noch ein Backup. Aber ein, zwei Addons waren nicht drin, die musste ich dann aktualisieren. Wie Atlas. Aber wie gesagt, das sieht schon was nett aus. Naja, gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW, Folge 125. Habt einen schönen Tag, wir sehen uns und auf Wiedersehen. Ach ja, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video mit euren Freunden und wir sehen uns.